Der Kaffee ist Eiskaffee. Der Kaffee ist nicht von uns. Kienzle. Oberhammer. Wir haben hier einen ganz normalen Fotokarton. Ja, den haben wir im Bastelladen gekauft. Den verwenden wir als Hintergrund. Dahinter, damit wir so eine kleine Hohlkehle haben für den Gegenstand. Von rechts haben wir hier so schönes Tageslicht. Das nützen wir aus. Und wir bauen jetzt hier so eine kleine Hohlkehle. Also das ist jetzt sehr improvisiert, wie das immer so ist. Jetzt haben wir hier so eine Hohlkehle, wo man einfach von der Seite kommt das Licht rein. Und die Hohlkehle, das ist dann unser Untergrund, wo wir den Gegenstand draufstellen. Und warum baut man so eine Hohlkehle? Was hat die für einen Vorteil? Na, die Hohlkehle hat den Vorteil, dass man störende Sachen, die so im Bild sein könnten, wie die Wand, die vielleicht grün ist, oder der Tisch, der vielleicht Holz ist, dass man die einfach aus dem Bild rausnimmt und man den Blick sozusagen nur auf diesen Gegenstand konzentriert. Aha. Wir holen jetzt den Gegenstand, oder? Ja, klar. Ja, das ist ein typisches Objekt aus dem Handwerksbereich. Das ist eine Lötlampe, gerade für den Klempnerbereich. Das ist ein Modell, was in den 30er Jahren entwickelt wurde, aber wahrscheinlich noch weit bis in die 1960er Jahre ganz normal hier auch verwendet wurde. Und wo stammt das her? Das kann man leider nicht sagen, weil wir genau dieses Stück in den Nachwendejahren von einer Müllkippe geborgen haben. Also die einen bringen weg, die anderen holen wieder runter und wir gehörten zu denen, die runtergeholt haben und dachten, dieses schöne handwerkliche Unikum, das muss mit und deswegen ist es jetzt bei uns. Bitte schön. Dankeschön. Und dann gehen wir los. Gut, dann gehen wir mal hier. Die stellen wir einfach mal so daher. Die erste Variante, die wir ausprobieren, ist mit so einem ganz normalen Telefon. Das hier ist auch kein besonders neues, wenn man wirklich nichts anderes zur Verfügung hat. Dann nimmt man sein Telefon und fotografiert einfach so das Objekt. Das ist in dem Fall ein bisschen dunkel, dann kann man das ein bisschen heller machen. Worauf muss man jetzt eigentlich achten bei diesem Bild? Die Lampe ist ja total dunkel und so ein Handy, da kann man ja eigentlich nur draufdrücken. Naja, man kann beim Handy meistens die Helligkeit schon so ein bisschen regeln, hell-dunkler. Bei manchen Handys kann man auch irgendwie sowas wie ein Porträtobjektiv oder sowas verwenden. Das wäre von Vorteil, wenn man das benutzt. Das hier hat aber keins, da kann man nur so digital ranzoomen. Aber wenn man Porträtmodus hat, wäre da zum Beispiel ganz sinnvoll. Bei den dunklen Gegenständen muss man eben schauen, dass die genug Licht haben und dass die Gegenstände genug Licht haben und nicht der Hintergrund. Der Hintergrund ist ja uninteressant. In dem Fall könnten wir natürlich auch noch einen Aufheller auf die andere Seite stellen. Mhm. Sollen wir das mal machen? Ja. Was man bei so Gegenständen, die so dunkel sind wie der hier, ganz gut verwenden kann und was das zweite wichtige Ding ist beim Fotografieren neben der Lichtquelle, ist sowas wie ein Aufheller, nennen wir das. Das ist in dem Fall eine ganz normale Schuhschachtel, die wir auf der einen Seite mit Weiß beklebt haben und auf der anderen Seite mit Silber. Hängt davon ab, was man verwenden will. Also Silber ist einfach nur eine Alufolie. Ja? Also hier ist die weiße. Und wenn man das dann daneben stellt, dann wird sozusagen das Licht, das von der einen Seite kommt, auf den Gegenstand, auf die andere Seite reflektiert. Und diese Seite ist nicht mehr so dunkel. Also das ist der Aufheller. Der sollte mindestens so groß sein wie der Gegenstand selber. In dem Fall gerade noch so richtig. Gut, dann probieren wir es nochmal. Ja. Ich halte ihn eventuell, falls er zu nah dran ist. Genau. So, ist er noch im Bild oder geht das? Nee, geht gut. Ach, so sieht es jetzt aus. Und wenn man so ein bisschen ranzoomt, jetzt hat man noch ein bisschen den Aufheller drin. Also das ist jetzt wirklich der ganz einfachste Aufbau, den man machen kann. Wir haben nur so einen Fotokarton für 1,50 Euro oder was der kostet. Ein Smartphone, mit dem man Fotos machen kann, hat wirklich jeder. Und alles andere ist ja ein Tisch und so weiter und ein Schuhkarton. Das sind alles, das ist wirklich so die einfachste Variante, wie man ein halbwegs ordentliches Bild machen kann. Dann Stufe 2, Schreibtischlampe. Stufe 2, Schreibtischlampe, genau. Ja, weil die hat auch jeder. Genau, die hat auch jeder.
So, wo ist sie? Also das ist jetzt so eine ganz normale IKEA-Schreibtischlampe, die auch wirklich jeder in seinem Büro-Ding hat. Kostet bei IKEA, glaube ich, auch nicht wahnsinnig viel. Und das ist sozusagen jetzt die zweite Variante, die wir machen. Mhm. So. Mal drauf. Ui, das ist jetzt aber ganz schön grell. Ja, so direktes Licht ist immer ziemlich grell. Mhm. Und deswegen haben wir einen Trick dabei. Wir haben nämlich hier so ganz stinknormales Butterbrot bei dir. Und dann nehmen wir einfach ein Stück davon und machen das vor die Lampe. Dann wird es nicht mehr so, dann ist es nicht mehr so grell und nicht mehr so knackig. Und gibt ein bisschen schöneres Licht. So. Und von wo kommt das Licht jetzt? Na, das Licht kommt, kann von oben oder auch ein bisschen von der Seite kommen. Je nachdem, in dem Fall kommt es ein bisschen von oben. Mhm. Und ich würde wieder mit dem Telefon ganz normal fotografieren. Sollen wir nochmal ein seitliches Licht probieren? Es kommt extrem auf den Gegenstand drauf an, wie der am besten aussieht, wie der sozusagen schön modelliert ist und wie man die Oberfläche am besten sieht oder die Form von dem Gegenstand. In dem Fall haben wir es einmal von vorne gemacht, da sieht man sozusagen alles recht gut. Wenn wir jetzt einen Gegenstand haben, der sehr stark modelliert ist, dann kann man das gut von der Seite sehen, da sieht man die Modellierung sehr gut. Warum ist das Licht von vorne manchmal nicht so gut? Weil es die Gegenstände sehr flach macht. Man macht halt die Gegenstände sehr flach, weil man eben, wie gesagt, wenn da ein Relief drauf ist oder eine gewisse Form oder ein Schwung, dann verschwindet es einfach mit Licht von vorne. Wenn man Licht von der Seite hat, so wie jetzt wieder, dann kann man wieder gut diese behelfsmäßigen Aufheller wieder auf die Seite stellen, wenn der Schatten zu extrem ist. Manchmal möchte man einen guten Schatten haben, eben wie gesagt, wenn vom Relief her. Aber manchmal wird er ein bisschen extrem, da kann man damit wieder arbeiten. Willst du noch eins machen mit Aufheller jetzt? Mal machen. Ja, ich glaube, das ist zu nah. Also ist, glaube ich, auch manchmal ganz praktisch, wenn jemand dabei ist, der einfach so zum Beispiel einen Aufheller hält. Genau, dann ist er nicht im Bild. Ah, was hast du da für eine Kamera? Das ist jetzt die Kamera vom Museum in Mönchenkloster. Das ist so eine kleine Spiegelreflexkamera, wie sie sehr viele Museen haben, wo man so ein bisschen was einstellen kann. Ja. Und die macht schon wesentlich bessere Bilder als das iPhone. Und wie stellst du die jetzt ein? Na, wir verwenden jetzt die Automatik ohne Blitz. Ah ja, und das Objektiv? Und das Objektiv ist ein ganz normales Zoom-Objektiv. In dem Fall geht es von 18 bis 55 mm. Wir nehmen eine möglichst lange Brennweite. Also warum? 55 mm in dem Fall. Mhm. Wieso? Weil da die Perspektive einfach am schönsten ist. Ah ja. Wenn es ein Makro gibt, dann würde ich ein Makro nehmen. Das ist dann 60 oder 80 mm. Aber in dem Fall nehmen wir die 55, das ist für den Gegenstand auch gut. Gut. Kann ich mal ausprobieren, ob es ein Makro ist. Ne? Oh, ja, du kommst sehr nah ran. Ja, ich wollte gerade sagen, scheint eins zu sein. Es schaut auch scharf aus. Sehr schön. Ah, jetzt ist es ein bisschen dunkel. Wenn es ein bisschen dunkel ist, dann kann man bei der Kamera ganz oft so eine kleine, da ist so ein Plus-Minus-Schalter bei fast allen Kameras drauf. Da kann man dann einfach auf Plus 1 gehen. Und hat es geklappt? Sieht schon wesentlich besser aus. Das sieht schon sehr gut aus. Ja. Sieht wirklich schon gut aus. Man erkennt es wahrscheinlich nicht, aber sieht besser aus als mit dem iPhone. Auf jeden Fall. Gut. So. Der nächste Step ist der Handblitz. Genau, der Handblitz. So, was? Ah, jetzt hast du einen Blitz. Genau, jetzt habe ich einen Handblitz mitgebracht. Mitgebracht natürlich dabei. Ja, das ist sozusagen ein Blitz, den man auf die Kamera aufsteckt. Soll man das zeigen? So, man steckt den einfach so auf. Und,
Und blitzen wir erstmal nach vorne, oder? Genau, wir blitzen erstmal nach vorne, nur um zu zeigen, dass das kein schönes Licht ergibt. Das ist nämlich genau das Licht, das der eingebaute Kamerablitz auch verwendet. Ah ja. So, und? Och. Ah ja, ja, das sieht ja hässlich aus. Ja, mit das dem so Schlagschatten. Sieht das aus, genau. Das hat einen hässlichen Schlagschatten, den wollen wir natürlich nicht haben. Deswegen hat der Handblitz einfach den guten Vorteil, man kann den drehen. Und jetzt blitzen wir einfach über diese schöne Decke, die ist schön weiß. Und dann kommt das Licht sozusagen von der Decke indirekt auf den Gegenstand. Und dann sieht es so aus. Na, super. Das sieht schon viel besser aus. Sieht als viel besser aus. Aber jetzt haben wir über die weiße Decke geblitzt. Was ist, wenn man keine weiße Decke hat? Genau. Dann kann man sich im Baumarkt einfach so eine Styroporplatte für wenig Geld kaufen. Wir haben sowas immer dabei. Und Dankeschön. Okay, dann spiele ich mal Wand. Genau, du spielst mal Decke oder Wand. Ja. Das ist dann sozusagen auch nichts anderes als der Auffaller. Jetzt haben wir hier hinten ein bisschen mehr Licht. Okay. Und dann ist es sozusagen wie wenn man eine Decke hätte. Ja, wunderbar. Oder man kann es auch seitlich halten. Man kann es auch seitlich halten. Okay. Und wenn das Licht besser von der Seite wäre, aber. Gut. Also dann wird das Licht mit dem Blitz einfach ganz schön. Und das sind jetzt auch so kleine Ausrüstungssachen. Ein Stab, einen Handblitz, eine kleine Kamera, Hintergrund, Styroplatte, Platte. Und damit kann man so Gegenstände schon ganz gut machen. Gut. So. So, Ronka, was haben wir jetzt hier für einen Aufbau? Ja, das ist jetzt ein üblicher Aufbau, den wir immer so machen, wenn wir fotografieren. Das ist eine Hintergrundrolle, die ist weißes Papier. Das ist im Prinzip das ganze das gleiche Material wie eine Fotopappe, nur einfach größer. Dann haben wir einen Blitz mit einer Softbox drauf. Das ist einfach nur eine sehr viel stärkere Lichtquelle als die Schreibtischlampe oder die Fotolampe. Auch mit einem Diffusor, damit es schön weich wird. Und wir haben hier eine professionelle Fotokamera, die hat einfach eine sehr viel bessere Auflösung als so eine Bridge-Kamera oder sowas. Und was ist da für ein Objektiv jetzt drauf? Da ist ein Makro-Objektiv dran, 60 mm. Das heißt, wir können da sehr gut, sehr nah rangehen und die Perspektive ist ungefähr ähnlich wie das, was wir bis jetzt benutzt haben. Und wieso kommt das Licht jetzt von oben, von hinten oben? Das ist eigentlich immer ganz schönes Licht. Also wir haben es eigentlich immer von oben oder von der Seite. Das hängt so ein bisschen vom Objekt ab. Von wo man dann den Schatten besser sieht, wo man die Form des Objektes am besten sieht. Okay, dann machen wir ein Bild. Ja. Jetzt ist noch ein bisschen dunkel, dann nehmen wir mal den Aufheller. Ja, ist schon viel besser. Sonst läuft das hier vorne so an. Ja, sehr gut. So, wir schauen uns jetzt einfach die Auswertung. Wir machen einfach so eine kleine Auswertung. Wir schauen uns als erstes das iPhone-Bild an. Und wenn wir hier zum Beispiel, also das ist sehr weitwinkelig, aber das ist sozusagen das Typische am iPhone. Wenn wir jetzt hier auf 100% gehen, dann sieht man schon so ein bisschen irgendwie den Qualitäts... Hier wird es schon so ein bisschen pixelig. Fürs iPhone kann man definitiv verwenden für Internetsachen, also für Sachen, die man online stellen will. Für den Druck würden wir es nicht verwenden. Und Ausschnitte würden wir auch nie davon machen. So. Dann ist das nächste die Bridge. So, die Bridge, das schaut schon wesentlich besser aus. Die ist jetzt geblitzt. Indirekt gegen die Decke. Sieht ganz vernünftig aus. Wenn man jetzt auf 100% geht, ist es aber nicht so fein aufgelöst. Also man kann da sicherlich von drucken, aber ich denke, man kann da noch mehr rausholen. Das ist jetzt mit der Profikamera. Da kann man richtig schön rangehen. Man sieht irgendwie auch noch den Text, der auf der Flasche ist.
Davon kann man natürlich drucken, davon könnte man auch gute Ausschnitte machen. Und wenn man es drucken will, könnte man auch ein Plakat damit drucken. Das ist so der Unterschied einfach. Und was man hier auch ganz gut sieht, ist, dass man einfach die Zeichnung auch in den dunklen und hellen Stellen, weil man einfach das Licht viel besser kontrollieren kann und die Einstellungen an der Kamera viel besser kontrollieren kann, als am iPhone zum Beispiel da. Ja. So, Ronka, wie ist jetzt unser Fazit? Naja, mit dem iPhone kann man durchaus auch ordentliche Fotos machen, vor allem wenn es fürs Internet ist. Und mit der Bridge? Ja, mit der Bridge kann man eigentlich auch ganz gut arbeiten. Es fehlt ein bisschen an Auflösung und man kann davon aber auch zur Not drucken und fürs Internet ist es auf jeden Fall eine geeignete Kamera. Ja, und mit der Profi-Variante kann man natürlich auch drucken und man kann natürlich dann auch noch Ausschnitte machen, weil die Auflösung einfach wesentlich besser ist. Weiter zu. Oh, jetzt ist das, zeig's mal her. Das ist schwarz. Wie geht die Lampe einzuschalten? Die Lampe geht hier unten.